ist, glaube ich, relativ eindeutig, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, glaube ich, für Borussia Dortmund natürlich. Wir spielen klasse Fußball, haben eine junge Truppe, sind schnell. Ich mag auch die Bayern, ich habe nichts gegen die Bayern, ich kenne auch einige Spieler von denen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich als Ruhrgebietskind, ich bin ein alter Dortmund-Fan, schon seitdem ich 4 Jahre alt war. Ich glaube, es bringt ein bisschen Pep in die Bundesliga und die Bayern die sind gefordert und ich glaube, es tut denen auch gut. Aber grundsätzlich sind auch andere Mannschaften, die stark spielen dieses Jahr, die auch lebendiger spielen. Also insofern, wir haben eine schöne Saison. Dortmund. Naja, weil ich es ganz gut finde, dass die im Moment führen und es braucht mal einen Wechsel ein bisschen an der Spitze. Ich finde die Atmosphäre in Dortmund durchaus beeindruckender. Deswegen drücke ich Dortmund die Daumen und würde, wenn auch, nach Dortmund fahren und mir ein Spiel anschauen. Ach, schwer. Also irgendwie würde ich es den Bayern ja gönnen, weil sie ja im Prinzip gerade so ein bisschen Anschubs brauchen. Aber so ein bisschen sympathischer sind die BVBs für mich. Sie erkämpfen sich das und auch gerade den Lauf, den die haben und so mit Favre und so, das ist schon, das macht alles gerade Sinn und das ist so bodenständig. Deswegen finde ich das toll. Es ist, glaube ich, wirklich zu viel, weil die Bayern halt immer auf so einem Level spielen, dass so, wenn es mal so ein bisschen schlechter läuft, dann, oh mein Gott, irgendwie, aber also da ist, gucken wir uns mal die zweite Hälfte der oder die Rückrunde mal an.